Wenn die Damen hier zu mir ins Geschäft reinkommen, dann haben sie grundsätzlich vor allem Angst. Und die größte Angst ist eigentlich, dass die Haare nicht wiederkommen. Die zweitgrößte Angst ist, wenn sie hier durch den Haarverlust sich eine Perücke kaufen, dass das von außen gesehen wird. Die Frauen möchten niemals sehen, dass sie Perücken tragen. Es soll so natürlich wie möglich aussehen. Und das ist auch unser Grundsatz, dass Zweiter einfach nicht zu sehen ist. Da legen wir ganz großen Wert drauf. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und darüber können wir die Kunden aufklären. Ja, weitere Frage ist, ob die Haare wieder nachwachsen. Das beantworte ich gerne mit Ja, weil in den allermeisten Fällen ist es so. Manchmal ist es eben halt auch nicht so. Aber das ist ein Thema, das man dann im Nachgang behandelt. Man muss den Kunden ja vorher keine Angst machen. Dann ist häufig auch eine Frage, kann ich das überhaupt alleine aufsetzen? Kann ich es alleine pflegen? Brauche ich Hilfe von außen? Rutschen die weg? Kratzen die Perücken? Das sind so die häufigsten Themen. Was mache ich nachts? Ich friere am Kopf. Behalte ich die nachts auf, die Perücke? Solche Sachen können wir hier im Gespräch, in der Beratung gut erläutern, erklären und auch Bedenken ausräumen. Häufig kommen die Damen ins Geschäft und fragen ganz speziell nach Echthaar aus folgendem Grund. Sie vermuten, dass Echthaarperücken am natürlichsten aussehen und haben kein Vertrauen in Kunsthaarperücken, einfach weil man von Oma früher aus den 50er und 60er Jahren diese furchtbar dicken Perücken noch im Kopf hat, die nicht so schön ausgesehen haben. Da hat sich inzwischen sehr viel getan und da kann ich den Damen auch die Angst nehmen. Auch eine Kunsthaarperücke kann wirklich richtig super aussehen, sieht richtig super aus. Natürlich, die kann man personalisieren, man kann noch viel schneiden, man kann ausdünnen, man kann verändern, man kann nur nicht färben. Und wenn eine Dame trotzdem unbedingt Echthaar will, ist das natürlich möglich, aber hier spielen einfach die Kosten eine große Rolle. Die Krankenkassen übernehmen nur einen ganz bestimmten Satz bei Chemo, das variiert von Krankenkasse zu Krankenkasse. Und das, was die Perücke dann eben teurer ist, dafür ist die Kundin selbst zuständig. Heißt also, wenn eine Kasse ungefähr 400 Euro übernimmt und eine Echthaarperücke kostet 1.800 als Beispiel, dann ist sie für die Differenz zuständig. Und dann gibt es auch Kunsthaarperücken, die ein bisschen teurer sind. Und es gibt Mischhaarperücken und auch darüber sprechen wir halt einfach mit den Kunden und räumen die Bedenken aus. Dann gibt es natürlich auch Damen, die überhaupt sich mit einer Perücke nicht anfreunden können. Da gibt es die Möglichkeit, Haarkränze aufzusetzen und mit Tüchern zu arbeiten. Es gibt Tücher, Turbane, Mützen. Es gibt so eine große Vielfalt an solchen Möglichkeiten. Und dann gibt es die Haarkränze in kurz, in lang, in lockig, in Echthaar, in Kunsthaar. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man da auch mit anderen Möglichkeiten gut arbeiten kann. Und die Kunden sehen super damit aus. Auch im Sommer ist das eine tolle Lösung, weil Perücken sind halt einfach warm. Und wenn man ein leichtes Tuch mit einem Haarkranz hat, sieht man immer noch bestens angezogen aus, aber man schwitzt nicht so doll. Es gibt keine wirkliche Empfehlung. Also das muss man im Gespräch erarbeiten. Wo hängt das Herz der Kundin? Womit fühlt sie sich wohl? Man muss ein bisschen was aufprobieren. Man muss ein bisschen erklären und zeigen. Die Vorteile, die Nachteile und einfach die Kunden auch mal durch den Laden gehen lassen, sich Perücken angucken lassen, vielleicht auch Bilder angucken und dann schauen, wie reagiert die Kundin auf ihren Blick in den Spiegel. Bei manchen Perücken sieht man sofort, das geht gar nicht. Und bei manchen sieht man, die Kundin lacht, wenn sie sich anguckt und dann ist das schon die richtige Richtung. Also die Perücken lassen sich super zu Hause pflegen. Kunsthaar sowieso, das wird wie ein Pullover salopp ausgedrückt in der Schale gewaschen, in zwei Waschgängen. Dazu gibt es die entsprechenden Pflegeanleitungen.
Mit echter ist das schon ein bisschen anders, aber da stehen wir als Partner der Kunden jederzeit zur Verfügung. Sie kann die Perücke zu uns in den Laden bringen oder das auch selber machen. Aber auch hier wird erstmal das zusammengemacht, erklärt und auch hier eine schriftliche Pflegeanweisung. Und auch wir werden nach 4 bis 6 Wochen rufen wir die Kunden an und fragen nach, ob alles in Ordnung ist, ob sie zurechtkommen. Dann haben wir das weitere Problem mit den Wimpern, Augenbrauen und Wimpern. Auch da können wir den Damen helfen. Es gibt semipermanente Augenbrauenpuder, es gibt Augenbrauen-Tattoos inzwischen, die sich ganz leicht aufkleben lassen. Und es gibt natürlich auch Wimpern, die sich aufkleben lassen. Auch da können wir eine große Hilfestellung geben.